Wir wünschen allen Zuschauern bei TV Plauze eine frohe, gesegnete Weihnachtszeit. Und feiert schon mit der Familie. Ja. Ne, mit der Familie nix. Feiern wir. Keine, ich weine. Gibt's Bescherung heute Abend oder Tannenbaum? Keine. Kommt der Weihnachtsmann? Schade, Mann. Oder das Christkind. Egal. Wenn du ein Lieb warst dieses Jahr, beschenkt dich der Weihnachtsmann. Und mir reicht nicht. Gibt's Bescherung. Gib mir eine Tüte. Waren wir alle schön brav. Ich habe selber keine Tüte. Haben Sie noch eine Tüte für den Mann? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, alle bei TV Pauze. Hier gab's Essen und Musik beim Europaplatz. Du bist auch verrückt. Wer will noch essen? Wer will noch essen? Essen, sie bitte nehmen. Ja, salut, ich tisse normal, oder? Nee. Du bist normal, ich bin verrückt. Egal. Komm, wir fahren, wir fliegen nach Kroatien jetzt, nach Split. Ja. Chef, gibst du auch noch eine? Danke, lass uns mal. Nudeln mit. Homsteak. Homsteak! Nee, oder? Kartoffelsalat. Jetzt hast du mich enttäuscht. Tut mir leid. Homsteak wäre geil, richtig saftig. Ah. Und das Blut noch so runterläuft, so Medium. Ah, das liebe ich doch. Halb durch, halb roh. Geil. Die Mitte ist roh. Frohe Weihnachten, Stiebe. Alles Gute. Geschenke geht später. Ich fahr vielleicht nach Frankfurt, gibt Geschenke auspacken. Mit Schleifchen und so. Ich habe zu Hause keinen Weihnachtsbaum. Wollen wir uns noch einen besorgen? Da vorne steht eine kleine Tanne. Guck. Wollen wir uns die ins Wohnzimmer stellen? Das Problem ist, ich bin mit der da, das ist meine Mama. Ja, wir können ja zusammen feiern. Du bist ihre Mama. Schau mal die Augen. Ah, okay. Die Augen hast du vom Papa. Aber das Gesichtsbild, jetzt wo du sagst, Gesicht ein bisschen, auf jeden Fall. Ja, wollen wir zusammen feiern? Habt ihr Lust? War sie schön lieb? Gibt es heute Abend Bescherung? Kriegt sie Geschenke? Das weiß ich schon nicht so genau. Wie, das weißt du? Kann man Nikolaus Knecht. Weißt du nicht, was der Nikolaus bringt oder das Christkind? Wenn er Nikolaus Knecht Ruprecht kam, dann kriegt er auch Geschenke. Wir waren alle schön brav dieses Jahr. Und schalte mal ein bei meinem YouTube-Channel. Ich habe einen YouTube-Channel. Kennt ihr den? Du? Wieder mit dem YouTube. TV Plauze. Boni ist jetzt unter die Künstler gegangen. Ja, war ich schon. Ja. Wo stellst du eigentlich aus? Hast du eine Galerie, die du ausstellst? Ja, ich habe 4 Ausstellungen gehabt und jetzt habe ich eine in Südfrankreich. Wo genau? Marcel? Irgendwas mit P. Perpignan. Perpignan. Genau. Das ist dann grenzt du Spanien, Digi. Genau. Deine Bilder sind dort ausgestellt. Ja. Dann lass mal dahin fahren. Da muss ja der Aussteller auch persönlich aufkreuzen. Oder nicht? Es sollte er, ja. Ja, Digi, geil. Wir haben Frankfurt das so ausgestellt. Nee, in Frankfurt, also wenn in Frankfurt, dann dich hier halt. Das Schild kenne ich, krass. Ja, wenn dann da. Ja, wie bist du da reingekommen? Hast du Connections gehabt oder was? Nein, ich mal einfach Bilder und die gefallen Menschen. Und ja, sieht echt gut aus. Ich habe gestern eins für 1200 Euro verkauft. Korrekt, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich habe ein paar Bilder gesehen, der Suki hat mir geschickt, sieht gut aus, sieht originell aus. Auf jeden Fall nichts, nur dann 15 standardmäßig. Was, es hat einen eigenen Wiedererkennungswert, okay? Und sieht gut, aus, gut gemacht aus. Und sehr nettes Kompliment, nehme ich auch so an. Und wie kann man sich das vorstellen? Du hast zu Hause eine Staffelei.